Heute geht es um Misophonie. Stell dir vor, einen Moment lang einfach nur, dass du nach einem langen Tag endlich in deinem schönen, gemütlichen, warmen Bett liegst und du dabei bist, in den Schlaf zu treiben und dann beginnt auf einmal ein Mitbewohner im Nebenzimmer zu schnarchen. Sein knurrendes Schnarchen ist laut, nur wenig gedämpft von einer dünnen Wand und mit jedem rhythmischen Schnarchen wird es klarer und lauter. Es ist das einzige Geräusch, das du hören kannst, und in dir beginnt dein Herz zu rasen, dein Blut zu pochen, zu kochen und du spürst den Zorn, die Irritation, den Ekel, der tief in deinem Bauch wächst. Du versuchst zu schlafen, aber die Irritation verwandelt sich langsam in Wut. Du steckst Ohrstöpsel rein, aber das Schnarchen ist immer noch hörbar. Habe ich letztens noch im Krankenhaus erlebt. Die Irritation wird zur Wut und beginnt dich zu überwältigen. Es wird zur Panik. Es fühlt sich an, als hättest du alles getan, um zu versuchen, damit fertig zu werden. Und in dieser chaotischen Raserei kannst du anfangen, gewalttätige Fantasien zu haben, dich durch deinen Kopf zu spielen, wie du ihn zum Schweigen bringen würdest zum Beispiel. Du überlegst dir, wie kannst du ihn zum Schweigen bringen, ihn erwürgen oder ihn ersticken. Du fantasierst davon, ihm ins Gesicht zu schlagen. Die Wut verzehrt dich und du wirst alles tun, was nötig ist, um den Lärm zu stoppen. Stell dir jetzt das Gefühl vor von brennender Panik und Wut, aber diesmal bei einem schönen Mittagessen bei deiner Familie. Stell dir vor, dass das Gefühl von plötzlicher und extremer Irritation auch auf dich zukommt, während du ein ausgefallenes Abendessen zum Beispiel mit deinem besten Freund, deinem Ehepartner oder einen Abend im Kino verbringst. Stell dir dann vor, zu versuchen, deine Gefühlslage, deine Irritation, deine Abscheu gegen diese Geräusche deinen lieben Kollegen und Freunden auch zu erklären. So fühlt es sich an, an Misophonie zu leiden. Jeder Mensch hat Probleme. Jeder Mensch hat Probleme mit unangenehmen Geräuschen. Vielleicht ist es ein bellender Hund oder ein weinendes Baby. Das ist ganz normal. Was nicht normal ist, wenn dies zu einem täglichen oder stündlichen Ereignis wird und wenn es beginnt, dein Leben zu stören, dann kann es zur klinischen Misophonie werden. Heute möchte ich über diese seltsame Krankheit sprechen, die viele nur als blöden Tick oder Angewohnheit abtun. Ich hoffe, dass ich, indem ich etwas Licht in diese mysteriöse Krankheit bringe, Misophonie-Patienten helfen und hoffentlich Erkenntnisse darüber teilen kann, wie man damit umgehen kann. Die Frage ist, was ist Misophonie? Was sind die Auslöser? Welche Reaktionen gibt es auf die Auslöser? Wie kann ich damit umgehen? Wie bewältige ich, dass ich trotzdem noch funktioniere im Alltag? Wie verwende ich zum Beispiel weißes Rauschen? Wie verwende ich Ohrstöpsel, Musiktherapie, Headsets zum Beispiel, auch im Theater, Kopfhörer? Stell dir vor, du stehst in den Schuhen von den Leuten, die so etwas immer hören müssen und es nicht aushalten können. Ja, man sollte natürlich auch es den Leuten erklären. Man sollte vielleicht auch eine Therapie erwägen, einem Selbsthilfeforum oder Selbsthilfegruppe beitreten. Und ich sage euch auch noch, was nicht funktioniert, nämlich die sogenannte Expositionstherapie. Ausflippen, verstecken, sich isolieren, Schuld haben, dass man irgendwie blöd wäre oder so. Das funktioniert auch nicht. Mehr als nur die Bewältigung von Fähigkeiten ist das die Misophonie. So, nochmal, Misophonie, habe ich das am Anfang schon gesagt, ist Hass auf Geräusche. Die einigen sich auch als Selective Sound Sensitive Syndrome, sind sie auch bekannt. Und es wurde 2001 anerkannt in den USA, bei uns in Deutschland allerdings noch nicht. Es gibt also auch keinen ICD-Schlüssel, ne, diese ICD-10-Schlüssel. Keine Krankheit in Deutschland. Skeptisch ist die medizinische Fachwelt, ob Misophonie überhaupt als eine echte Störung angesehen werden kann. Aber für den Betroffenen sind die Auswirkungen der Misophonie ja real und geben einem oft das Gefühl, ein Außenseiter zu sein in seiner eigenen verborgenen Welt.
Obwohl derzeit viele Studien über Misophonie durchgeführt werden, ist es immer noch ein Zustand, der von einem Mantel des Missverständnisses umhüllt ist. Das Wort Misophonie bedeutet wörtlich, wie ich schon sagte, Hass auf Klang. Der Betroffene reagierte automatisch körperlich auf Alltagsgeräusche, die etwas so Normales wie eine Mahlzeit für den Betroffenen qualvoll machen können. Bestimmte Reize oder Auslöser erzeugen automatische körperliche und emotionale Reaktionen wie Panik, Wut und Angst. Diese Art von unwillkürlichen Reaktionen, die durch durchschnittliche alltägliche Sichtweisen und Geräusche hervorgerufen werden, können die tollsten Aufgaben unerträglich machen. Selbst die kleineren Auslöser können den ganzen Tag über Angst auslösen, denn es fühlt sich immer so an, als würde man alles tun, um diese schlechten Auslösesituationen zu vermeiden. Was sind denn die Auslöser? Die häufigsten Auslöser für Misophonie-Patienten sind akustisch und werden von anderen Menschen erzeugt. Das sind zum Beispiel Essgeräusche, wie zum Beispiel Kratzen von Geschirr auf dem Teller, Schmatzen der Lippen, Kauen bei geöffnetem Mund, knirschende Zahngeräusche, Trinkgeräusche, Schlürfen, nach einem Getränk zum Beispiel Ah sagen, Schlucken, das Geräusch, eine Tasse abzustellen, Zähne treffen auf Besteck, wenn man da irgendwie das isst. Die Auslöser sind jedoch nicht nur beim Essen oder Trinken, dazu gehören auch andere Arten von Körperlärm, zum Beispiel Kaugummi kauen, Kussgeräusche, Zähneputzen, Schluckauf, Husten, ja Niesen auch von anderen Menschen, Pfeifen, Flöten irgendwie, laute Atmung, auch Schnarchen natürlich, ne, klar, aber ich meine, das stört ja auch wirklich jeden. Zum Beispiel auch Sprechgeräusche, wie zum Beispiel das S, ich meine, das ist Schnüffeln, immer so riechen irgendwie, Schnarchen. Bestimmte Sprachstimmen, also vielleicht manche Frauenstimmen, die so schrill klingen. Misophonie ist also trickreich, weil sie Hass auf Geräusche bedeutet, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Störung kann sich mit visuellen Auslösern zusammen ausbreiten, die vorausschauend Angst auslösen. Zum Beispiel, wenn man Kieferbewegungen beobachtet, wenn man Kauen beobachtet, wenn sich Hände berühren, man Beinbewegungen sieht, wenn Füße aneinander reiben oder Beine aneinander reiben, Haar wirbeln, das Essen in den Mund nehmen, Trommelfinger oder Stifte, Augenblinzeln, all das können Auslöser sein, also nicht nur akustische, sondern auch visuelle Auslöser oder auch eine Kombination aus akustischen und visuellen. In einigen seltenen Fällen können die Betroffenen auch Auslöser für Geruch, bestimmte Gerüche, Gefühl, Berührung bestimmter Stoffe und Vibrationen, Basstrommeln, schwere Schritte, Stuhltreten, und so weiter haben. Und diese haben dann die gleiche Art und von Emotionen und Ekel, und Wut und Panik. Wie reagiert man auf diese Auslöser? Das ist jetzt die Frage. Bestimmte Reize können neurologische und physiologische Reaktionen im Körper der Betroffenen auslösen, die sie vor Gefahren schützen sollen. Ausgelöst zu werden fühlt sich sehr nach Kampf- oder Flugmodus an, auch bekannt als akute Stressreaktion. Die gleiche Panik und Angst überkommt einen dann. Der Körper ist bereit, den Auslöser um jeden Preis zu stoppen. Der Stress, den eine solche Episode auf deinen Körper ausübt, ist real. Cortison und Adrenalin pumpen dann tatsächlich durch das System. Es kann zu unangenehmen körperlichen Spannungen führen, zum Beispiel in Schultern, Kiefer, Nacken, Fäusten und in einigen seltenen Fällen zu einem Kribbeln führen. Manchmal bekommt man dann Schüttelfrost über die Wirbelsäule und wenn man dann mit sowas konfrontiert wird. Es gibt aber auch die gewalttätige Vorstellung, die einige Betroffene während eines Angriffs bekommen, indem sie davon träumen, wegen eines Auslösers Gewalt gegen jemanden anzuwenden. Also den bringe ich jetzt zum Schweigen, der ist jetzt nicht mehr. Man stellt sich vor, ihn ins Gesicht zu schlagen.
Aber keine Angst, meist besteht das nur in der Vorstellung und es wird nicht in in der Realität umgesetzt. Ein bisschen kennt es vielleicht jeder. Da gab es einen Bekannten zum Beispiel von mir, der hat mit Vorliebe mega harte Äpfel und mega harte Möhren gekaut. So laut, dass man dachte, eine ganze Herde von Möhren kauenden Wildpferden stehe hinter einem. In diesem Moment war es das einzige Geräusch, das ich hören konnte. Nur noch dieses Kauen. Regelmäßig stieg in mir die Wut aus. Ich starrte ihn an und versuchte diskret meine Ohren zu schließen. Ich sah ihn glücklich, wie er so sein kann, den Kiefer auf- und abbewegend. Schon das Betrachten der Bewegung des Kiefers machte mich nervös. Laut The Misophonia Institute werden bei einer Person manchmal Auslöser ausgelöst, die sich einschalten. Leider könnte das zum Beispiel auch Lieblingsmenschen sein, Mutter zum Beispiel, dass sie zum Beispiel irgendwie komisch hustet, niest, auf rhythmische Art und Weise die Füße aneinander reibt und wiederholt ihre Tasse aufhebt oder abstellt, während sie irgendwie Kaffee trinken oder Eistee oder was auch immer. Es gibt Zeiten, in denen das schneller ausgelöst wird, auch zum Beispiel beim Mittagessen. Und ja, deswegen können manchmal die Leute nicht im selben Raum mit diesen Menschen sein, die diese Auslöser generieren. Und natürlich leiden dann Beziehungen und die Menschen fühlen sich natürlich auch relativ irgendwie, vielleicht auch selber schuldig. Was mache ich denn, um ihn so aufzuregen? Und deswegen ist eine gute Frage, wie gehe ich mit den Fähigkeiten um? Man kann natürlich versuchen, diese Situation zu vermeiden, dass man da gar nicht reinkommt, fliehen, wenn die fiesen Geräusche einen stören. Aber das bedeutet natürlich irgendwann die Isolation. Wie alle Ängste und Phobien kann es halt immer schlimmer werden. Irgendwann regt einen das Ticken der Uhr auf im eigenen isolierten Zuhause, natürlich draußen die Vögel und, und. Man kann natürlich Utensilien einsetzen, um sich nicht isolieren zu müssen. Zum Beispiel könnte man Kopfhörer oder Ohrstöpsel immer nehmen, wenn man so in der Situation ausgesetzt ist. Natürlich ist es wichtig, dass die Menschen um einen herum um diese Krankheit wissen. Denn sonst ist es kaum verständlich zu machen, warum man mit Kopfhörern zum Beispiel am Esstisch sitzt. Aber auch dann bleibt natürlich eine gewisse Isolation vorhanden. Aber irgendwann geht das mit der Vermeidung einfach nicht mehr. Schließlich kann man zum Beispiel auf der Arbeit nicht plötzlich ausflippen oder bei einem Meeting einfach rausgehen oder Kopfhörer aufsetzen. Also müssen Bewältigungsstrategien her, die besser sind. Kann man seine Wut und seine Abscheu gegen diese Geräusche zum Beispiel einfach lernen, runterzuschlucken und irgendwann auch akzeptieren? Wahrscheinlich ist das ein langer Lernprozess, vor dem die Erkrankten der Krankheit stehen. Vielleicht kann man aber auch lernen, innerlich wütend zu sein, also innerlich nur, während man sein Bestes gibt, um nach außen hin ruhig zu wirken. Man sollte versuchen, sich einzureden, dass es nur ein Geräusch ist. Und obwohl es unangenehm ist, kann es einen nicht verletzen. Das ist mit Sicherheit nicht immer erfolgreich und bedeutet viel Zeit mit erheblicher Angst. Man fühlt sich auch erbärmlich, weil man bestimmte Leute einfach deshalb hasst, weil sie ihren Kaffee im Pausenraum trinken oder weil sie Möhren und Äpfel essen. Obwohl es keine bekannte Heilung für diese Erkrankung gibt, gibt es bisher einige Techniken, die Misophonie-Patienten ausprobiert haben, die ihr Leiden erträglicher gemacht haben, wie zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie und die modifizierte Tinnitus-Retrainingstherapie. Beide Techniken haben sich in einigen Fällen von Misophonie als wirksam erwiesen, aber in Ermangelung einer wirksamen medizinischen Therapie bei Misophonie müssen wir uns stark auf die Bewältigungsfähigkeiten verlassen der einzelnen Patienten, um das Schlimmste dieser Krankheit zu bewältigen. Welche Möglichkeiten der Bewältigung funktionieren denn, ist die Frage. Einige Techniken habe ich hier, die im Laufe der Jahre sich herausgestellt haben, dass sie Misophonie verbessern können. Das ist zum Beispiel Verwenden von weißem Rauschen.
Es gibt eine Vielzahl von kostenlosen Anwendungen, zum Beispiel auf dem Handy, die helfen, dieses statische Rauschen zu erzeugen oder eine Fächerart von Rauschen namens braunes Rauschen, das Sie abspielen können, das Hintergeräusche fast vollständig übertönt. Das hilft zum Beispiel, wenn Geräusche einen vom Schlafen abhalten oder wenn das Geräusch zu laut ist oder für normale Ohrstöpsel nicht mehr ausreicht, dann hilft zum Beispiel braunes Rauschen. Natürlich sind Ohrstöpsel eine gute Möglichkeit aus der Apotheke. Sie sind am besten immer in der Tasche aufzubewahren und sie sind also quasi wahre Lebensretter. Man wird dann feststellen, dass diese Dinger, dass man die immer weniger braucht, dass man Möglichkeiten hat, den Zustand zu managen, aber sie sind verfügbar und man kann sie also zur Not nehmen. Und wenn man zum Beispiel beim Abendessen ist, vielleicht hat man längere Haare, dann kann man sich die schön reinstecken, dann hört man diese Geräusche nicht mehr. Was auch gut ist, ist aber auch Musiktherapie. Und zwar Kopfhörer müsste man immer bei sich haben. Und dann sollte man einfach die Kopfhörer herausholen und Lieblingsmusik auflegen. Ist eine erstaunliche Therapie, nicht nur um die auslösenden Reize zu blockieren, sondern auch um die Magie, wie ein Lieblingslied einen ablenken kann und beruhigen kann, zu spüren. Also Headsets im Theater sind auch eine Möglichkeit, wenn man ins Theater geht. Und zwar kann man da meistens an der Rezeption nach Kopfhörern für Hörgeschädigte fragen. Und in der Regel bieten Theater oder große Theater, vor allem in großen Städten, diese Möglichkeit kostenlos an. Der Ton von der Bühne kommt dann direkt aus dem Kopfhörer oder auch im Kinos geht das. Und dann hat man den alten Kerl, der neben einem Popcorn kaut, ausgeblendet. Ist natürlich ein vager Tipp. Wenn ich zum Beispiel, wenn Sie versuchen, sich vorzustellen, wie einer laut ist, was kann man da sich einreden? Okay, da kann man sich einreden, der ist natürlich so laut, weil er eben das Essen genießt. Ne? Also man sollte aber auf jeden Fall auch seinen Lieben davon erzählen und dann ist es nämlich einfacher, damit umzugehen. Das Ganze erfordert Übung, Geduld, Verständnis von allen Seiten, aber natürlich auch von der Seite des Patienten. Wenn man es nicht mehr ertragen kann und das Gefühl kommt auf, dass man entweder A, auf der Person explodieren wird, also dass man oder B, den Raum verlässt, dann schlage ich vor, dass du eine Ausrede findest, also den Raum zu verlassen. Zum Beispiel, ein bewährter Trick ist es so zu tun, als müsste man das Badezimmer benutzen. Ne? Das ist eine gute Pause vom Lärm, um sich zu beruhigen und sich dann darauf vorzubereiten, wieder hineinzukommen. Und erklärt es den Leuten. Erklären, 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 sprechen ist immer wichtig. Ist immer peinlich und das Schwierigste sicherlich, was man tun muss oder tun kann. Viele erzählen es nicht aus der Angst, verurteilt zu werden. Aber es muss einfach ein Teil von einem werden und man sollte sich dessen nicht schämen. Und man sollte es den Menschen erklären, denen vertrauen, wie eben halt Lärm auf einen einwirkt, damit sie zumindest wahrnehmen können, dass da irgendwas ist. Also am besten, man kann natürlich auch einen Termin vereinbaren mit einem Berater oder Therapeuten. Manchmal reicht es schon, wenn man über seine Kämpfe im Inneren einfach nur sprechen kann, um die Angst und die Angst, missverstanden zu werden, zu lindern. Man könnte auch einem Forum oder einer Selbsthilfegruppe beitreten. Da gibt es zum Beispiel genug Menschen, die das gleiche Problem haben. Es gibt eine Vielzahl von Foren, die speziell für Misophonie-Patienten eingerichtet wurden, um Ermutigung zu geben. Einfach mal googeln, um Tipps und Tricks miteinander zu teilen. Und es ist sehr hilfreich, einfach nur Geschichten zu teilen und sich dann auch austauschen zu können. Also reden hilft immer. Was aber nicht funktioniert, wenn es euch einer einredet, ist die sogenannte Expositionstherapie. Das ist in der Regel das am wenigsten wirksame Instrument für Menschen mit Misophonie, obwohl Nichtleidende meist anders verfahren.
jemanden mit Misophonie zu sagen, er solle hier sitzen, während ich diesen Beutel mit Chips esse, wird seine Auslöser nur noch schlimmer machen. Vertrauen Sie, vertraut mir. Menschen, die keine Fachleute sind, die ihre eigene Vorstellung davon, wie man den Misophonie-Patienten heilen kann, umsetzen, werden die Person nur weiter auffühlen und möglicherweise traumatisieren. Besonders, wenn es sich um ein Kind handelt. Denn viele Kinder haben das, sind es im Alter vor der Pubertät. Auf der anderen Seite, wenn Sie die Kontrolle über die Höhe der Exposition haben, kann man dann kleine Schritte unternehmen, um sich gegenüber den Auslösern zu sensibilisieren. Wachstum ist, wenn man sich entscheidet, nicht sofort nach den Ohrstöpseln zu greifen, wenn es nicht zu unerträglich ist. Lasse den Auslöser und die Empfindung über dich hereinbrechen. Wenn du dein Gehirn nur lang genug ablenken kannst, ist der Ton vorbei und damit die Reaktion nicht mehr unmittelbar bevorstehend. Macht einfach Schritte wie Babys, also sich gegenüber den Auslöser zu desensibilisieren, wenn sie auftreten. Ja? Einfach das versuchen. Ja, was ist mit Ausflippen? Schreien, rauslaufen aus dem reinen Raum scheint angebracht zu sein, wenn man das alles Adrenalin hat und Stresshormon Cortisol kommt in doppelter Dosierung. Manchmal ist es keine Frage des Denkens, da macht man es einfach, man reagiert dann, denkt danach aber, was habe ich denn da gemacht? Das ist natürlich viel zu impulsiv gewesen und hat mehr Schaden als Nutzen verursacht. Ich kann das nachvollziehen, weil die Beziehung in Familien zum Beispiel, in der sowas passiert, sehr, sehr stark gelitten haben. Tja, es ist natürlich immer schwierig, sowas versuchen selbst zu heilen, aber man muss einfach gucken, wie man mit diesem Zorn, der in sich, in einem ist, umgeht und natürlich kann man vielleicht nach so einem Freakout, nach so einem Ausflippen auch dann sich entschuldigen und das als Gelegenheit nehmen, zu erzählen, warum man so behandelt hat. Was nicht funktioniert, ist die Vermeidung von Auslösern. Also das heißt, man könnte ja sagen, keine Auslöser, kein Stress. Ich habe das mal versucht nachzufühlen und es geht, sowas geht einfach nicht. Das führt einfach nur dazu, dass man sich isoliert, depressiv fühlt, dass man sich in sein Zimmer zurückzieht, dass man tatsächlich immer noch die Auslöser verschlimmert und es ist nachher verlassen solche Leute überhaupt nicht mehr ihr Zimmer. Ja? Die Schuldfrage, wer ist schuld, das schreiben wir, das fragen wir uns immer wieder. Du nicht. Also man muss sich da nicht für schämen. Misophonie ist nicht deine Schuld. Du bist nicht dafür verantwortlich und du bist nur dafür verantwortlich, wie du reagierst. Daran kannst du arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ja, wenn ihr jetzt den Verdacht habt, diese Erkrankung zu haben, sprecht einfach mal zuerst mit einem verständnisvollen Arzt. Es gibt auch einfache kostenlose Tests, um sich online zu diagnostizieren. In der Tat sind die meisten von Misophonie-Patienten, die haben sich selber diagnostiziert, weil das eben halt keine richtige Krankheit ist. Mindestens 20%, also nicht anerkannt wird als richtige Krankheit, mindestens 20% der Bevölkerung können an Misophonie leiden. Es gibt einige Prominente, zum Beispiel Kelly Reaper und Kelly Osbourne haben sich dazu bekannt. Aber dass diese Erkrankung immer noch so missverstanden wird, das ist natürlich klar, weil man, weil viele sagen, das ist einfach nur so ein Tick, das habe ich auch, aber da muss man irgendwie mit, das muss man irgendwie handeln können. Es besteht die Hoffnung, dass wir eines Tages in dieser Welt voller Auslöser eine Heilung finden und voll und ganz eben halt Menschen mit so einer Störung, Krankheit einfügen können in den normalen Alltag. Also, Bewältigung ist möglich, du bist nicht allein, es wird einfacher. Das war es zum Thema Misophonie von mir.
Ich habe euch unter dem Video noch die Seite des Misophonie-Instituts in den USA verlinkt, in Deutschland. Oder auf Deutsch habe ich ähnliche Seiten oder so ein ähnliches Institut nicht gefunden. Allerdings gibt es bei Wikipedia einen sehr ausführlichen Beitrag. Und ich wünsche euch gute Besserung und sage bis zum nächsten Mal.